Guten Tag, ich bin Rechtsanwältin Franziska Hasselbach von der Kanzlei Hasselbach Rechtsanwälte in Köln, Frankfurt und Groß-Gerau. Heute sprechen wir über die Problematik, was Sie tun können, wenn Ihr Arbeitgeber Ihr Gehalt nicht zahlt. Grundsätzlich ist man als Arbeitnehmer darauf angewiesen, dass der Arbeitgeber pünktlich, monatlich das Gehalt bezahlt. Man hat davon ja auch seine Kosten zu bestreiten. Ab und zu kommt es nun vor, dass der Arbeitgeber nicht oder nicht rechtzeitig zahlt. Was tun? Zunächst mal gilt es, Ruhe zu bewahren. Sie sollten einige Tage abwarten und danach zunächst Ihren Arbeitgeber ansprechen. Manchmal sind es ganz einfache Probleme, Buchungsfehler, Feiertage, Dinge dieser Art, die sich leicht beheben lassen. Wenn allerdings Ihr Arbeitgeber trotz Ihrer Nachfrage nicht reagiert oder auch ankündigt, das Gehalt wird gezahlt und es ist dennoch nach einigen Tagen immer noch nicht auf Ihrem Konto, dann können Sie Ihren Arbeitgeber anmahnen. Das heißt, Sie schreiben ihm ein Schreiben, mein Gehalt fehlt, verkürzt gesagt, mein Gehalt fehlt, ich möchte das jetzt gerne auf meinem Konto haben und zwar schnell. Ein Musterschreiben in schönerer Formulierung finden Sie auf unserer Homepage unter dem gleichnamigen Artikel. Den Link dazu können Sie auch unter dem Video ersehen. Wenn Sie den Arbeitgeber angemahnt haben, kann es nun geschehen, dass der Arbeitgeber auf Sie zukommt und sagt, er kann das Gehalt zurzeit nicht zahlen. Auch das kommt vor. Zahlungsschwierigkeiten sind ein häufiger Grund dafür. In diesem Fall können Sie sich mit dem Arbeitgeber einigen. Sie können ihm die Zahlung stunden, Sie können sagen, gut, dann zahlt der Arbeitgeber diesen Monat die Hälfte, nächsten Monat die andere Hälfte. Das können Sie tun, das ist auch für eine weitere Zusammenarbeit sicherlich förderlich, aber letztendlich verzichten Sie in dem Moment zumindest auf Geld. Ob Sie das also machen, bleibt Ihnen ganz alleine überlassen. Es hängt auch davon ab, ob Sie sich das leisten können. Wenn trotz Mahnung immer noch kein Geld auf Ihrem Konto eingeht, dann können Sie zu massiveren Mitteln greifen. Grundsätzlich können Sie Ihre Arbeit zurückbehalten, wenn Sie nicht das entsprechende Geld dafür bekommen. Sie sollten hier allerdings sicherheitshalber den fehlenden Geldeingang von 2 Monaten abwarten, damit nicht der Arbeitgeber andererseits wieder sagen kann, Sie haben Ihre Arbeitsleistung nicht erbracht, dafür zahle ich wiederum nicht. Wenn das aber eintritt, dann können Sie also Ihre Arbeitsleistung verweigern und sagen, dass Sie erst dann wieder zur Arbeit kommen, wenn Ihre 2 Gehälter und das, was dann noch weiter aufläuft, bekommen haben. Wenn es allerdings so weit kommt, dann ist das Arbeitsverhältnis sicherlich bereits kurz vor dem Ende. Insofern steht dann der nächste Schritt an, nämlich eine Kündigung Ihrerseits. Bevor Sie kündigen, ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Arbeitsleistung verweigern, sollten Sie noch beachten, dass Sie sich bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend melden, damit Sie bereits ab dem ersten Tag, zu dem Sie nicht mehr zur Arbeit erscheinen, auch Arbeitslosengeld bekommen und gegebenenfalls auch versichert sind, falls der Arbeitgeber in die Insolvenz geht oder ähnliches. Wenn Sie also nun kündigen müssen, weil alles nichts fruchtet, dann müssen Sie Folgendes beachten. Kündigen dürfen Sie natürlich jederzeit. Sie sollten allerdings Ihren Arbeitsvertrag daraufhin überprüfen, ob es Verfallklauseln in diesem Arbeitsvertrag gibt. Das gibt es manchmal, das gibt es in Arbeitsverträgen und auch in Tarifverträgen. Das sind in der Regel Regelungen, wonach, wenn man binnen 3 Monaten seine Rechte nicht eingefordert hat, diese verfallen können. Das sollten Sie unbedingt prüfen, damit Sie gegebenenfalls rechtzeitig tätig werden können. Wenn es alles so gekommen ist, dann bleibt Ihnen auch nur noch der Weg zum Gericht. Dann müssen Sie Ihr ausstehendes Gehalt einklagen und dabei müssen Sie natürlich das übliche Vorgehen und die normalen Verjährungsfristen beachten.